So, weiter geht's heute mit Nitros wieder anbauen. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Event. Das da heißen wird der OG. Da ist der Kopf pumpt hier runter, oder was? Boah, wir haben momentan nichts. Ja, wir müssen immer mal einzahlen, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen. Das ist das eine Ding noch, ein, zwei Rennen will ich noch fahren, dann will ich das Ding einzahlen. Die Kohle einzahlen. Ach komm, wir scheißen auf den Sprung jetzt. Wir fahren jetzt Rennen. Hier unten schon wieder Kopf ohne Hände. Ja, der hat mich gerade beobachtet. Och Leute. Ja, aber es ist ja echt jetzt ein bisschen was unterwegs, ne? Ja, die sind schon für zwei, ne? Das ist es halt. Ja gut, wir könnten unser Auto wieder umbauen auf B, auf die höchste Stufe und dann könnten wir auch die anderen Wins machen. Ich glaube, sowas machen wir auch gleich. Machen wir dann. Aber jetzt fahren wir jetzt mal den OG. Wir werden auf Rossi wetten. So. Gehen wir mal ran, ne? An die Nummer. Alle an zwei, Hochgeschwindigkeit! Nicht mit mir! Ich mag es nicht, wenn du das tust. So, die Jungs kühle ich mal ein bisschen ab hier gerade. War da was? Noch hast du nicht gewonnen. Um einfach mal die Nummer hier. War so nicht geplant, echt? Ja, ja, kannst du schon mal. Erschreck dich nicht, aber ich glaube, da sitzt jemand auf deiner Rückbank. Haben wir in zwei Runden. Klar, wir haben unsere Boost auf jeden Fall, den wir ja gewettet haben. Und jetzt haben wir Platz 4. Hat meiner Meinung nach das langsamste Auto. Ja, war der Plan in der Sache, wa? Na, ja, die Nummer haben wir auch gewonnen. Ich glaube, ich setze in der Kura wieder runter auf B, damit wir die B-Events fahren können. Und damit ein bisschen Kohle machen können. Auf jeden Fall habe ich gewonnen. Oh, Rossi sogar letzt. Rossi sogar. Ja, nee, Boost war das. Rossi haben wir gewettet. Okay. Ich dachte, Boost hätten wir gewettet. Nee, nee. Rossi. So. Damit haben wir das auch. Wir müssen dringend in die Werkstatt. Wir müssen dringend in die Dings. Wir werden jetzt sowieso anfangen, jetzt die B-Event zu fahren. Ich brauche die Kohle nämlich.
Wir haben keine Wind mehr. Wir haben eh keine Wind mehr auf der Strecke. Und wir sind schon bei 2, wir haben noch was. Wir werden nämlich dann anfangen, unser Auto wieder ein bisschen umzubauen. Tschüss. So, weiter damit. So, 10.500 gewonnen. Wir gehen wieder in die Nacht. Wir können also quasi dann den nächsten Tag starten. Aber es gibt ja, oder es gibt ja wahrscheinlich trotzdem noch Events für den nächsten Tag. Ne? Nur heute haben wir keine. Dieses Profil angelegt zu haben. Ja, da ist so ein Kerl, der macht sogenannte Vlogs. In dem einen fährt er auf der Straße und sieht ein Schild, auf dem Spurrennen steht. Und dann schaut er in die Kamera und sagt, boah, die gendern heute echt alles. Oh Mann. Vielleicht solltest du die sozialen Medien mal ruhen lassen und dich um die Werkstatt kümmern? Kennst du das Eichhörnchen auf Wasserschieren? Ich habe ein Monster erschaffen. So. Wir können jetzt auf 195 gehen mit dem Auto. Dann hätten wir zumindest mal fast die A+. Ich will ja A+ aus dem Auto machen. Hier könnte ich auf 12.207 sogar gehen. Und hätte dann A voll. 13.000. Ja, ich könnte den fast voll machen. Ich glaube, ich mache den Acura dann in der nächsten Folge voll. Weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt die 2.500, die kriege ich noch rein. So. Meine Autos möchte ich die Nickel behalten. So, Leistung. Quatsch. So, spielen. Wir sind nämlich jetzt immer noch beim Montag. Haben wir keine Events mehr? Wir sind auch doch, wir haben noch ein A. Wir haben neue A-Events. Gut, aber die würde ich sagen. 7.800, das ist ein Speed-Rennen. Würde mir 7.800 bringen. Ja, sehr gut. Das würde mir ein bisschen was bringen. A+. A. Jetzt haben wir hier. B. Gut, dann hätten wir 2 Events noch für die auf A, genau. Und den Lakeshore Express. Und den würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Episode. Ja, genau. Und dann freue ich mich wieder anschauen, wenn du hier Let's Play Need for Speed Unbound. Bis dahin und tschüss.